Liebe Tierfreunde, auch wenn Falken nicht zu den Greifvögeln gehören, weil sie genetisch mehr mit einem Papagei als mit einem Bussard verwandt sind, zählen sie für mich zu den begehrten Filmmotiven. Aber wo finde ich die Greifvögel und Falken? Im folgenden Beispiel fand ich einen Turmfalken bei einem Reiterhof. Der Turmfalke ist an seinem rotbraunen Rücken zu erkennen. Auch wenn bei der nächsten Aufnahme der Autofokus nicht gegriffen hat, so zeigt die Sequenz schön den charakteristischen Rüttelflug bzw. Standschwebeflug des Turmfalken. Auf der Suche nach Greifvögeln findet man auch andere beeindruckende Vögel wie den Graureiher. Nichtsdestotrotz bleibt die Suche nach diesen Spots schwierig. Eine kleine Hilfe gibt es allerdings. Der Dachverband aller landesweiten und regionalen ornithologischen Verbände in Deutschland betreibt ein Portal, in dem Vogelkundler ihre Sichtungen von Vögeln aller Art melden können. Link steht unten in der Beschreibung. Um einen passenden Ort zu finden, logge ich mich am Vorabend auf dem Portal ein. Dann gebe ich in der Suchmaske den Vogeltyp, zum Beispiel Mäusebussard, und die Region ein, in der gesucht werden soll. Aus den Suchergebnissen suche ich mir dann die aus mit den meisten Treffern in meiner Umgebung. Alle in diesem Video gezeigten Aufnahmen habe ich an Orten aufgenommen, die ich über die Suche gefunden habe. Mir ist es auch passiert, dass ich nach einem Mäusebussard um Erfstadt gesucht habe und, wie man hier sehen kann, einen Turmfalken gesichtet habe.
Um die Community zu unterstützen, trage ich meine eigenen Sichtungen auch mit Foto ins Portal ein. So hilft man damit auch wieder anderen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank.